Okay, los geht's. Hi, ich bin Yannick und weil es mir oft schwerfällt, mir große Zahlen oder Mengen vor Augen zu führen, dachte ich mir, ziehe ich einfach mal los und fotografiere den kompletten Plastikmüll meiner Stadt. Einfach, weil es mich interessiert und ich mal ein Gefühl dafür bekommen wollte. Das ist das erste Foto, das ich geschossen habe. Ein Mehrfamilienhaus mit 6 Wohnungen. Der Plastikmüll unserer Stadt wird alle 2 Wochen abgeholt. Also produziert in diesem Fall jeder Haushalt im Durchschnitt einen Sack Plastikmüll pro Woche. Diese Haufen gab es natürlich überall zu finden. Und je mehr Wohnungen es waren, desto mehr Säcke fand man vor und desto eindrucksvoller waren schließlich auch die Müllberge am Ende. Das war aber natürlich längst nicht alles. Hinzu kamen die unzähligen einzelnen Haushalte, die vielleicht einzeln gar nicht so viel Eindruck auf dem Gehweg liegend machen, in ihrer Masse jedoch schon. Letztendlich sind es ja schlichtweg auch einfach weitere Haushalte, die Müll produzieren. Beinahe ungeachtet ließ ich die ganzen Sammelmülltonnen zunächst links liegen und lief brav an ihnen vorbei. Auch diese gab es haufenweise. Manchmal quollen sie über und wenn man in die anderen mal einen Blick hineingeworfen hat, dann waren sie meist auch ganz gut befüllt. Ganz normale Mülleimer gibt es in der Stadt natürlich auch und wenn sie so aussehen wie dieser, dann wird unser Müll nicht nur abtransportiert, sondern landet ebenfalls in der Umgebung, in der wir uns tagtäglich bewegen. Aber nicht nur überfüllte Mülleimer sind schuld. Offen gelassene Müllsäcke gehören ebenso dazu wie Ratten, die sich durch die Säcke fressen oder das schlichtweg absichtliche Fallenlassen von Müll. Und das auch noch meist von Verpackungen, deren Inhalt in wenigen Minuten oder gar Sekunden verbraucht wird. Zurück bleibt die Verpackung, die fast auf ewig bei uns bleibt. Ziemlich verrückt. Irgendwann wurde es Nacht und es war noch längst nicht alles fotografiert. Der Blitz wurde eingeschaltet, jedoch nicht allzu lange. Der Akku verabschiedete sich so langsam, sodass ich plötzlich nur noch ohne Blitz und letztendlich gar nicht mehr fotografieren konnte. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass ich in diesem Video gar keine Fakten zum Thema Plastikmüll genannt habe. Das war auch nicht so wirklich das Ziel, vielmehr wollte ich an den gesunden Menschenverstand appellieren, der einem vielleicht sagt, dass das eventuell viel zu viel für einen Stoff ist, der sich von selbst gar nicht mehr abbaut. Also hilft eigentlich nur, weniger davon zu konsumieren. Und ich weiß auch schon, wo ich damit anfange, nämlich bei mir selbst. Und du?